Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Lern Digital Impuls des Kompetenzverbund Lern Digital. Ich sehe, es haben schon ein paar Teilnehmer ihren Weg zu uns gefunden. Ich dachte, wir fangen einfach schon mal an. Vielleicht kommen noch ein paar Leute dazu. Und genau, ja, mein Name ist Katrin Kern und ich arbeite beim Forum Bildung Digitalisierung. Wir sind in der Transferstelle vom Kompetenzverbund Lern Digital angesiedelt, unter anderem in der Wissenschaftskommunikation und in der Gestaltung von Transferformaten. Und ja, für alle, die heute das erste Mal bei unserem Lern Digital Impulsen dabei sind, nochmal so ein paar Randinformationen, warum wir die Impulse machen. Also wir wollen einmal eben einen Input von Experten und Expertinnen aus Wissenschaft und Schulpraxis einholen und genau auch einfach mal Impulse mitgeben, wie digitale Medien im Unterricht eingesetzt werden können. Und ja, bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, noch ein paar technische Hinweise. Genau, wir zeichnen die Veranstaltung auf. Wer nicht mit Klarnamen erkennbar sein möchte, der loggt sich am besten noch mal kurz aus und wieder ein oder ändert einfach den Namen in den Einstellungen. Und genau, wir freuen uns immer über Fragen an unsere heutige Expertin. Entweder können die einfach in den Chat gestellt werden und wir beantworten die im Nachhinein oder eben dann direkt per Wortmeldung. Dafür dann bitte einfach die Handzeichenfunktion nehmen. Und ansonsten möchten wir allen nochmal den Hinweis geben, sind ja alle Pandemie erprobt, aber trotzdem immer nochmal der Hinweis, sich stumm zu schalten, damit wir einfach keine Störgeräusche haben. Ja, dann freue ich mich jetzt, unsere heutige Expertin zu begrüßen. Hallo an Ann-Kathrin Krebs. Ann-Kathrin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Didaktik der Naturwissenschaften an der Leuphana-Universität in Lüneburg und auch Mitglied des Lerndigital-Projektverbundes LFB Labs Digital. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau, weil wir nur 30 Minuten Zeit haben, würde ich jetzt auch gleich mal das Wort an Ann-Kathrin übergeben und ja, freue mich auf den Impuls zum Einsatz von Gamification am Beispiel von Artenschutzsensibilisierung anhand des Projektes DigiBets. Vielen herzlichen Dank für die freundlichen einführenden Worte. Auch ich möchte ganz herzlich Hallo sagen an alle, die sich heute eingewählt haben und Sie heute ein bisschen in die Welt der Fledermäuse entführen. Es geht hierbei um ein von der Joachim-Herz-Stiftung gefördertes Projekt namens DigiBets, ist der Einsatz von Gamification am Beispiel von Artenschutzsensibilisierung. Und meiner Erfahrung nach haben viele Menschen wenig bis gar keinen Kontakt bisher mit Fledermäusen gehabt. Und deswegen ist das mir ein Anliegen, dahingehend den Artenschutz ein bisschen zu unterstützen. Mit wem haben Sie es eigentlich zu tun? Ich bin von Haus aus Naturwissenschaftsfachdidaktikerin. Ich habe einen Dr. Phil in der Physik und ihrer Didaktik gemacht mit dem Titel meiner Promotion Vielfalt im Physikunterricht und zur Wirkung von Lehrkräftefortbildungen unter Diversitätsaspekten und habe mit Rahmen der Physik und vor allen Dingen Schwingungen und Wellen meine Liebe für Fledermäuse entdeckt. Bin Mitglied im NABU und in der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz und gebe seit Wintersemester 2020/21, also quasi seit Pandemie, fachwissenschaftliche, interdisziplinäre, fachdidaktische Seminare zu Fledermäusen. Warum habe ich mich für Fledermäuse entschieden, ist relativ schnell zu beantworten, nämlich die Möglichkeiten des fächerübergreifenden Unterrichts. Fledermäuse vereinen in ihren Eigenschaften unheimlich viele Aspekte von unterschiedlichen MINT-Fächern, aber nicht nur von den MINT-Fächern selbst, sondern auch darüber hinaus erweitert in Deutsch, Geschichte, Kunst oder Musik. Ich habe Ihnen das hier einmal so mitgebracht und heute werden wir uns aber auf vier fokussieren, nämlich die Technik, die Biologie, Physik und Informatik. Und hier nehme ich Sie jetzt einmal mit in die Lernwerkstatt der Leuphana. Und zwar haben wir einen Raum, der insbesondere dafür geeignet ist, ganz viele unterschiedliche Aspekte von naturwissenschaftlichen Arbeits- und Lernprozessen zu adressieren. Das ist die Lernwerkstatt. Und das ist ein Raum, der sehr viele Möglichkeiten hat, umgestaltet und adaptiert zu werden, gerade auf Bedürfnisse von unterschiedlichen Schulklassen. Wenn wir Besuch haben von Schulklassen, sieht das zum Beispiel auch so aus. Und wir haben dann die Möglichkeit, diese Schülerinnen und Schüler auf dem Weg der Wissenschaft mit zu begleiten, indem sie zum Beispiel ihren eigenen Forschungsfragen nachgehen können. In diesen Räumen findet dann auch
Fortbildungsangebote und Lötwerkstätten zu meinem Projekt statt und hier habe ich mich auf Gamification fokussiert. Gamification ist in diesem Fall die Integration von spieltypischen Elementen und Prinzipien, die normalerweise nicht in einem solchen Kontext zusammengeführt werden. Und sie können in der Schule zum Beispiel dazu eingesetzt werden, um die Verbesserung des Lernens zu unterstützen. Mein Projekt ist an die Lebensweise der Fledermäuse angepasst und ich habe dementsprechend meine Angebote nach den Jahreszeiten sortiert. Im Sommer mache ich analoge Gamification. Dort wird ein Gamepad-Detektor, den ich Ihnen heute auch vorstellen werde, angefertigt und im Anschluss innerhalb einer Fledermauswanderung erprobt. Im Frühjahr und Herbst, wenn die Fledermäuse gerade aufwachen oder sich auf dem Weg in den Winterschlaf befinden, mache ich hybride Gamification, zum Beispiel über einen Ultraschallabstandssensor, der dann programmiert wird und wo Schülerinnen und Schüler dann selbstständig quasi sich mittels Ultraschallortung im Raum orientieren. Also sozusagen in Dunkelheit Parcours, aber mit Hilfe von entsprechenden Ultraschalllauten, die dann für uns wieder umgewandelt sind, können die Kids sich dann darin orientieren. Und wo wir heute auch reinschauen werden, ist die digitale Gamification, nämlich in CoSpaces, was ein Tool ist, ein webbasiertes Tool, wo man mit virtuell und Augmented Reality virtuelle Lernwelten gestalten kann. Was mir persönlich wichtig ist und was auch der Literatur zu entnehmen ist, sind wichtige Merkmale, die mit Gamification adressiert werden können. Es ist insbesondere die Vorbereitung auf eine aktive Lernverantwortung, also dass wir selbstgesteuertes Lernen fördern. Mechaniken aus Spielen werden in Thematiken eingesetzt, die normalerweise nicht in Spielen vorhanden sind. Und die Vermittlung von Lerninhalten soll auf unterhaltsame Art stattfinden, insbesondere individuell und auch didaktisch. Damit schwappen wir so ein bisschen in den Bereich von Serious Games, was auch keine neue Idee ist, wo durch spielerische Auseinandersetzungen zum Beispiel ernste oder gefährliche Themen adressiert werden, ohne dass tatsächlich etwas in der Realität passiert. Und in meinem Fall möchte ich eben den Artenschutz dahingehend adressieren und auch die Angst vor Fledermäusen, die durch die Corona-Pandemie ja exorbitant hoch geworden ist, durch die Gerüchte, dass die Fledermaus das Virus überträgt, ein bisschen entgegenwirken. Mit dem Einblick in die analoge Gamification möchte ich Ihnen einmal hier einen Einblick geben in den BED-Detektor, den ich zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd entwickelt habe. Und zwar möchte ich hier sowohl die Primarstufen Klasse 4 und die Sekundarstufe 1, Klasse 5 bis 10 mit diesem Fledermausdetektor adressieren, den Sie selber fertigen und der mit Abstufungen der Schwierigkeit angefertigt werden kann. Wir haben hier die Grundlagen von Elektrotechnik, vom elektrischen Stromkreis. Die Schülerinnen und Schüler lernen Löten und die Fertigung eines Behälters für die Elektronik. In der inklusiven Erweiterung, denn normalerweise ist so ein Fledermausdetektor lediglich dazu da, um Ultraschalllaute in Hörschall umzuwandeln, gibt es die Annäherung an ein Gamepad, um so auch den Alltagsbezug bei Schülerinnen und Schülern, viele von denen haben Konsolen zu Hause, viele von denen spielen oder zocken, dahingehend das ein bisschen interessanter zu machen. Und deswegen hat dieses Gamepad mittlerweile auch einen Vibrationsmotor, der gekoppelt ist an die akustischen Signale und optisch, nämlich invertierte LEDs, die ebenfalls ans akustische Signal gekoppelt sind. Und dieses Gerät kann dann während Fledermauswanderungen eingesetzt werden und es können dann, und jetzt sind wir hier in diesem Gamification-Teil, es können Fledermausrufe oder Sichtungen gesammelt werden. Also die Schülerinnen und Schüler lernen die Fledermausarten anhand ihres Rufes zu erkennen und sie können dahingehend auch gucken, was in ihrer Umgebung tatsächlich an Artenvielfalt vorhanden ist. Und sollte das Wetter schlecht sein oder Winter, wo die Fledermäuse schlafen, kann dann über den Einsatz von künstlichen Fledermäusen eine Art Schnitzeljagd im Raum stattfinden. Wie das aussieht und wie der Detektor funktioniert, habe ich Ihnen hier einmal in einem Video mitgebracht, das wir jetzt abspielen und dann können Sie mal hören, wie eine Fledermaus klingt.
Jetzt haben Sie einmal einen Eindruck, wie das tatsächlich funktioniert und wie sich das auch anhört. Je nach Fledermausart kommen natürlich auch andere Geräusche aus diesem Gerät heraus. Und je nachdem, wie man es auch einsetzen möchte, können eben auch Sachen zu- und weggeschaltet werden. Also wenn man zum Beispiel die Vibration nicht haben möchte, dann kann man die Vibration zu- und wegschalten. Oder eben das Gleiche auch mit einem der Augen und dem Audiosignal, was dann rauskommt. So kann man dann zum Beispiel auch bloß über das Licht, also durch die Augen, sehen, ob eine Ultraschallquelle in Form einer Fledermaus zum Beispiel da ist oder nicht. Hier einmal im Detail. Über den QR-Code kommen Sie auf einen Merch-Cube, wo Sie sich auch das hier nochmal im Detail in 3D anschauen können. Und das ist jetzt momentan die Endversion, die derzeitige, mit der jetzt dann auch die Forschung betrieben wird. Wir versuchen hier an dieser Stelle Scaffolding zu betreiben. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Arten, wie mit dem Material umgegangen wird. Wir haben eine Platine zum Stecken geplant für die Primarstufe, aufgrund dessen, dass es Regularien gibt, dass Kinder nicht mit heißen Geräten zum Beispiel arbeiten dürfen. Und für die Sekundarstufe 1, Klasse 5 bis 7, wo dann so die ersten Lötarbeiten stattfinden können und dann in der höheren Sekundarstufe 1, wo dann auch der komplett gelötet werden kann, dieser Detektor. Wir haben unterschiedliche Zugänge, nämlich über Video mit Text, Text und Bild oder zum Beispiel auch mit einem Vorlesestift, sodass wir an dieser Stelle ganz individuell auf die Bedürfnisse und also auf die Bedürfnisse von den Schülerinnen und Schülern eingehen können und eben auch entsprechend schauen können, was denn jetzt besonders gut für eine Anleitung geeignet ist. Im nächsten Teil möchte ich Sie einmal in die hybride Gamification entführen. Vielleicht ist Ihnen ja, Scratch ein Begriff. Es ist eine Möglichkeit, ganz einfache Spiele oder andere Programmieranleitungen über Drag and Drop, also über solche Coblocks und ja, Blockprogrammierung, visuelle Programmierung durchzuführen. Und hier habe ich für die Studierenden und auch für Schülerinnen und Schüler ein kleines Spiel entwickelt, in dem sie als Fledermaus unterwegs sind auf der Jagd nach Motten. Und je mehr Motten die Fledermaus frisst, desto größer wird sie. Das heißt also, mit zunehmender Zeit wird das Spiel immer komplexer und immer schwieriger, weil man auch einen natürlichen Feind darin hat, zum Beispiel die Eule. Oder jetzt auch hier in dieser Halloween-Edition fallen Kürbisse vom Himmel, denen man auch zusätzlich ausweichen muss, da man sonst Punkte verliert und wieder auf seine ursprüngliche Größe zurückrutscht. Und der hybride Teil an dieser Stelle ist, dass man zum Beispiel auch mit einem Mikrocontroller statt mit den Pfeiltasten die Fledermaus steuern kann und dahingehend dann also sowohl das Spiel programmieren kann, als auch den Mikrocontroller, mit dem dann gesteuert wird. Im letzten Teil mit dem Virtual Reality habe ich Studierende über Prüfungsleistungen selber Co-Spaces entwickeln lassen. Also Co-Spaces im Sinne von, dass sie interessante, interaktive und informative Lernwelten gestalten sollen. Ganz einfach auch mit Fledermaus-Steckbriefen. Und hier habe ich Ihnen einmal einen kleinen Durchlauf als Video mitgebracht. Über den QR-Code kommen Sie selber dann auch auf das Museum und können sich das dann auch selber nochmal in Ruhe anschauen. Das Besondere an Co-Spaces ist, man kann es auch mit einer VR-Brille, zum Beispiel mit einem Cardboard, selber anschauen und dann auch in VR erleben.
nie eine Fledermaus gehört haben sollten, hatten sie jetzt die Gelegenheit, tatsächlich Fledermäuse zu hören. Und das ist auch etwas, was tatsächlich immer sehr gut ankommt bei den Studierenden, wenn wir dann draußen unterwegs sind und Fledermausrufe tatsächlich auch aufnehmen, dass die diese dann auch in ihren eigenen Lernwelten mit einführen und da dort benutzen, um so ihre Fledermausarten zum Beispiel in einem Steckbrief vorzustellen. Das Ganze ist natürlich eingebettet in ein Ziel, und zwar möchte ich wissen, wie die analogen, hybriden und digitalen Gamification-Elemente in diesem Projekt die Artenschutzsensibilisierung am Beispiel der Fledermaus fördern. Und insbesondere evaluiere ich hier an dieser Stelle nämlich qualitativ und quantitativ und versuche dahingehend Informationen zu erhalten, wie es mit der inhaltlichen Umsetzung aussieht, wie die Akzeptanz überhaupt ist, hier mit digitalen Medien und Gamification zu arbeiten, wie die Usability der Gamification-Elemente eigentlich so angenommen wird, Motivation und Fachwissen auf allen Seiten und das Interesse. Und Studierende fertigen in diesem Fall selber digitale Lernräume an und fördern damit selbstständig die ICT-Literacy. Ich möchte auch wissen, inwieweit denn überhaupt Lernzuwächse rum um den Artenschutz vorhanden sind. Und da interessiere ich mich für Lehrkräfte, Studierende und Lehrende. Und ich möchte an dieser Stelle auch gucken, was ich denn noch verbessern kann über ein iteratives Vorgehen und versuche dahingehend über einen Design-Based Research die Entwicklung von Arbeitsmaterialien durchzuführen. Und das Ganze ist Teil meines Postdocs-Projekts und das ist noch in Arbeit. Was ich Ihnen jetzt schon mitgeben kann, sind ein paar Ergebnisse aus dem Interview mit Studierenden zur analogen Gamification. Und zwar haben Studierende hier an dieser Stelle eine Lernwerkstatt durchgeführt und im Zuge dessen auch den Detektor angefertigt. Und ich habe sie dann halt gefragt, inwieweit sie denn jetzt Sachen mitgenommen haben, die sie überrascht haben. Und insbesondere sind hier eben Bestandteile gekommen von besonderen Fähigkeiten von Fledermäusen. Hier jetzt im ersten Teil Echoortung und was eigentlich alles Ultraschall erzeugt. Im zweiten Teil war überhaupt einmal die Möglichkeit, eine Fledermaus zu erkennen, wenn sie ja quasi mit dem Ultraschall unsichtbar und ungesehen in der Nacht unterwegs ist und sie eben durch den Detektor sichtbar zu machen und dass diese Person jetzt hier die Möglichkeit hat, überhaupt mal Fledermäusen also auf Fledermauskirsch zu gehen. Und als drittes, dass es einfach ganz viele unterschiedliche Hintergrundinfos im Rahmen von dieser Umsetzung gab, dass jetzt über Flügelstrukturen Bescheid gewusst wird und dass es generell ganz, ganz viele interessante Eigenschaften zu und von Fledermäusen gibt. Im nächsten Teil einen kleinen Auszug aus den Reflexionen von Studierenden, die die digitale Gamification gemacht haben, also einen virtuellen Lernraum erstellt oder ein Spiel programmiert, wo ich gefragt habe, wie sie denn darüber nachdenken, ob sie das denn selber in ihren Unterricht mit einbinden. Und auch hier wurde dann gesagt, dass die Potenziale solcher Projekte und Lernräume eben die Motivation und das Engagement fördert und dass die Schülerinnen und Schüler jetzt, also sowohl als auch positiv als auch negativ, wenn die Schülerinnen und Schüler eben nicht über diese ausreichenden technischen Ressourcen verfügen, dass das durchaus da, dazu führen kann, dass sie eben ausgeschlossen werden. An anderer Stelle einfach dann jetzt aus der persönlichen Reflexion von der Person, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn man eigene Codes haben möchte, also wenn man über das hinaus programmieren möchte, was als Standard zur Verfügung steht. Aber die Person hat es auch geschafft, dieses Problem selbst zu lösen und dann festgestellt, dass es eben auch auf die Reihenfolge der Programmierung ankommt, wie etwas also abgelaufen wird. Generell hat Person 3 dann gesagt, dass ihr die Aufgabe unheimlich viel Spaß gemacht hat, obwohl sie mit dem Thema rund um das Programmieren überhaupt keine Kenntnis hatte und dass sie es als gute Möglichkeit findet, Themen mal anders und vor allem auf einem neuen Weg aufzuarbeiten. Und die letzte Person, die ich Ihnen heute da mitgebracht habe, hat generell gesagt, dass das Programmieren mit Scratch nicht nur Spaß gemacht hat, sondern eben auch ganz unterschiedliche, verschiedene kognitive Prozesse der Schülerinnen und Schüler anregt. Und er hat an der Stelle dann insbesondere gesagt, dass die Analysekompetenz und Handlungskompetenz hier angesprochen wird. Als erstes Fazit möchte ich daher mitgeben, dass für den Einsatz von Gamification wichtig ist, dass den Lernenden überhaupt erstmal die Möglichkeit gegeben wird, hinter die Kulissen zu schauen und nicht nur AnwenderInnen zu sein. Dass man Lernende dazu motiviert, auch über ihre eigene Selbstwirksamkeitserwartung hinaus Dinge ausprobieren zu lassen, Tools und Anleitungen zur Verfügung stellt, die
sie dazu befähigen, selbst darauf etwas aufzubauen und insbesondere Zeit zu geben, Dinge auszuprobieren und sie auch mal scheitern zu lassen. Und für mich selbst habe ich mitgenommen, dass man friendly critical French sein sollte und die auch selber mal Sachen ausprobieren lassen sollte und nicht immer gleich mit der Antwort und der Lösung parat steht. Und generell, dass man sich auch selber ständig weiterbildet. Das war's von mir und ich freue mich jetzt auf ein paar interessante Fragen, Anregungen, Interesse, was auch immer jetzt im Chat oder auch so gesagt und geschrieben wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank erstmal auch an dich, an Katrin. Es war super spannend auf jeden Fall. Da ist ja, also habt ihr unheimlich viel Arbeit auch in die Entwicklung einfach dieser Materialien gesteckt. Also es ist sehr spannend, den Einblick zu geben und dann genau zusätzlich ja auch schon so zur Wirksamkeit geforscht. Ja, also genau, wie Ann-Kathrin auch gesagt hatte, gerne ihre Fragen einmal in den Chat schreiben oder ansonsten dürfen Sie auch gerne Ihre Kamera anmachen und das Mikrofon. Genau. Mal die Freigabe zu, damit wir uns alle ein bisschen besser sehen. Ich hätte ansonsten gleich eine Frage. Ja, gerne. Und zwar, genau, du hattest jetzt ja vor allem davon berichtet, dass ihr mit Studierenden zusammengearbeitet habt. Ich war aber auch schon mal auf der Website vorher. Genau, und habe gesehen, dass ihr auch Fortbildungen für Schulen oder für Lehrkräfte anbietet. Wie wäre das denn, wenn man jetzt interessiert wäre? Also ist das nur für den Raum quasi Lüneburg möglich oder können auch Schulen quasi bundesweit auf euch zukommen und genau da Fortbildungen bzw. Informationen zum Projekt bekommen? Also Informationen zum Projekt auf jeden Fall über die Webseite, die aktualisiere ich regelmäßig. In Bezug auf die Fortbildungsangebote bin ich gerade an der Konzeption noch dran. Habe einen ersten Testlauf im September mit Physiklehrkräften, die dann auch eine Fledermauswanderung noch machen werden. Und dann soll es so ab 2025 tatsächlich so etabliert sein, dass entweder ich quasi dahin fahre oder entsprechend die Personen, auch wenn es im Raum Lüneburg ist, zum Beispiel zu uns kommen können. So habe ich mir das jetzt momentan ausgedacht. Aber Ziel des Ganzen, also ist ja jetzt nicht nur die Beforschung, sondern auch, dass tatsächlich dann an Schulen das durchgeführt werden kann, also dass es zu Kits zusammengestellt wird, die von Schulen bestellt werden können. Die Platine ist jetzt schon aus den Kinderschuhen quasi raus, ist jetzt in Teenager-Schuhen und wird jetzt sozusagen in der Masse produziert und dann auch entsprechend in den unterschiedlichen Spezifikationen, wie ich sie vorhin auch vorgestellt habe, von Primarstufe, also diese drei Stufen, Primarstufe, Sekundarstufe 1, die niedrige und die höhere Sekundarstufe dann als Repertoire angeboten. Sie hier, klar. Eine Frage von Herrn Baum. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in die spannende Arbeit, die Sie da betreiben. Ich finde insbesondere diese Maker-Aspekte total spannend, mit diesem Controller selber basteln. Was mich interessiert, Sie haben gesagt, die Schülerinnen und Schüler können dann mit diesem Device draußen rumlaufen im Fledermausspaziergang und Arten sammeln. Wird das Genau. irgendwie, also wird das aufgenommen, die Geräusche, die Sie nehmen, einerseits, und werden die analysiert? Also wird geschaut, welche Fledermausart habe ich denn hier? Wird das irgendwo gesammelt in der Datenbank? Noch nicht. Die Option liegt aber auf der Platine. Also das können wir machen. Da sind wir gerade noch dran, das entsprechend zu adaptieren. Wir können aber noch nicht von Erfolg sprechen, weil es einfach schon andere Firmen gibt, die dahingehend auch schon Datenbanken haben und die dann quasi live während der Detektion 15 Sekunden Fledermausruf aufnehmen und dann entsprechend ausspucken, was denn die wahrscheinlichste Fledermausart ist. Das Problem bei der Fledermausdetektion und der Artbestimmung ist einfach, dass der Fledermausruf total habitatabhängig ist. Es hängt auch davon ab, was wir für Wetterbedingungen haben, also wie die Luftdrücke sind, und welche anderen Fledermausarten sonst noch unterwegs sind. Also Fledermäuse modulieren ihre Rufe und passen die auch an. Und es kann durchaus sein, dass ähnlich klingende Arten fast nicht mehr zu unterscheiden sind. Das heißt, eigentlich müsste man, so wie im Video, in dem Co-Space, den ich gerade gezeigt hatte, wo Sie Fledermausrufe haben hören können, zusätzlich noch sehen, was fliegt denn da eigentlich? Also eine Videoaufnahme von dem Flugverhalten machen und wenn man ganz safe sein möchte, dann DNA. Und dann sind wir tatsächlich im richtigen Fledermausschutz.
Gut, das ist utopisch, dass also vielleicht mit Environmental DNA oder sowas, so Geschichten könnte man vielleicht rankommen, aber die Möglichkeit, diese Rufe zu visualisieren und da vielleicht eine optische KI, ähnlich wie das eBird bei Vögeln macht oder so, Ja. dieses Angebot gibt es ja, vielleicht kann man das irgendwie koppeln mit großen Datenbanken. Ich denke gerade an iNaturalist, wo man mit Fotos ja sehr viel schon machen kann. Ich glaube, dass die auch was zu Fledermausrufen mal hatten, aber Ja. ja, okay. Also ich gehe momentan so vor, gerade wenn ich mit SchülerInnen und Studierenden unterwegs bin, ich habe so ein Modul für Smartphone und auch fürs Tablet, wo eben diese Visualisierung direkt stattfindet, also wo das Spektrogramm zu sehen ist mit den Frequenzen und der Amplitude. Und die Kids dann im Prinzip sich bei mir rückversichern können, wenn aufgrund von den Spektrogrammen, die quasi als Grafik auf diesem Sammelblatt zu sehen sind, nicht eindeutig ist, dann können die bei mir quasi nachfragen, was sie denn gerade gehört haben. Und so habe ich quasi eine Kontrolle von einem wahrscheinlichsten Fledermausruf zu dem, was aus dem Detektor rausgekommen ist. Und Kinder sind tatsächlich sehr fix da drin, Laute zu differenzieren und dann zu merken, wie klingt denn jetzt eine Zwergfledermaus oder wie klingt jetzt der große Abendsegler. Und das kommt auch darauf an, je nachdem, in welchem Raum wir in Deutschland sind, also ob wir jetzt zum Beispiel in Schwäbisch Gmünd oder in Lüneburg sind, haben wir unterschiedliche Fledermausarten vor Ort. Das heißt, das komplett zu pauschalisieren ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Und deswegen bin ich momentan dabei, quasi mit den 5 häufigsten Arten in Deutschland zu arbeiten, die definitiv auch zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten unterwegs sind, also Dämmerungszeiten unterwegs sind, dass man dahingehend so ein bisschen das Gehör für die 5 häufigsten Arten trainieren kann. Also ich denke, dadurch, dass die Taxonomie so hierarchisch ist, kann man ja vielleicht dann auch Gattungsebene oder Unterfamilie oder sowas machen. Ich denke, Genau. das ist dann, ja, okay. Ja, sehr spannend. Cool. Verfolge ich weiter. Danke. Supi. Ich schaue noch mal in die Runde. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Falls doch noch jemand eine Frage hat, dann gerne fix per Wortmeldung über Mikro. Wir haben noch eine Minute, dann, wenn niemand Okay. anderes, dann würde ich das noch Gerne. immer. Von Schülerinnen und Schülern haben Sie bisher keine großen Daten, wie die damit umgehen. Nur mit den Studierenden die qualitative Studie, die Sie gezeigt haben, aber direkt Genau. an Schülerinnen und Schülern, da ist noch kein, Ich habe sind mit noch keine Daten. 15 Grundschulkindern das schon einmal Ja, im okay. Pre-Post-Verfahren durchgeführt, also im Vorfeld geguckt, was wissen die denn schon zu Fledermäusen und im Nachklapp zu der Intervention dann gefragt, was wisst ihr denn noch? Oder mit der Frage geschlossen, wenn ihr jetzt ein Kind kennenlernt, das Angst vor Fledermäusen hat, wie würdet ihr denn diese Angst nehmen? Und da haben die dann entsprechend mit Argumenten und Superkräften gehandelt und tatsächlich sehr überzeugend, also mich selbst sogar noch mal mehr überzeugt, dass man keine Angst vor Fledermäusen haben muss, weil damit fängt es einfach an. Wenn man die Angst nimmt und einfach die Faszination weckt, dann geht es viel eher Richtung Artenschutz und eine Sensibilisierung für den Artenschutz, als wenn halt mit Angst und Furcht agiert wird oder Ekel. Ja, ich komme so ein bisschen aus der Entomologie, ich weiß, wovon Sie reden. Erstmal. Sehr schön. Ja, Genau. und das Okay. Coole ist halt einfach, dass man ja nicht nur mit der Fledermaus das machen kann, sondern vielleicht auch mit Käfern oder mit Schlangen und Spinnen. Von daher, also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Auch Käfer sind im Ultraschall teilweise unterwegs. Und ich habe so viele Sachen, auch jetzt von Flügelklappern oder Flügelrauschen mit auf den Detektorsachen drauf. Das ist total interessant. Ja, super. Dann vielen Dank nochmal. Bitte gerne. Ja, dann nähern wir uns jetzt langsam dem Ende des heutigen Lern-Digital-Impulses. Und genau, vielen Dank an alle Teilnehmenden, auch für jetzt für die zwei spannenden Fragen noch am Ende. Und ganz besonders oder ein ganz besonders großes Dankeschön auch an dich, an Katrin, für den tollen und spannenden Impuls und dass du uns ein bisschen mit quasi in den Artenschutz ja, mitgenommen hast und wir einfach ein besseres Bild auch vielleicht davon bekommen haben, ja, wie man das bei sich in der Schule eben umsetzen kann. Und genau, ansonsten für die Runde, also wir freuen uns immer über Feedback und Input oder Themenwünsche. Da können Sie uns gerne kontaktieren. Die Kontaktmöglichkeiten dazu finden Sie auf der Website des Kompetenzverbund Lern Digital oder über die Website vom Forum Bildung Digitalisierung.
Am Ende noch ein Veranstaltungshinweis. Am nächsten Montag, am 27. Mai, findet unser nächster Community Call statt, rund um das Thema digital inklusiv. Wie lassen sich Inklusion und Digitalität im Unterricht gemeinsam denken? Und genau, wir freuen uns über Ihr Interesse und die Anmeldungen. Meine Kollegin hat eben den Link eben zur Anmeldung auch in den Chat gepostet. Und ja, wir freuen uns, wenn sich da noch einige Personen anmelden. Ansonsten dann nochmal vielen Dank in die Runde und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch.